Lehrling wird Lehrer und darf Sie heute herzlich begrüßen zur Schautierförderung bei den Erdmännchen. Ja, sehr herzlich willkommen, ich bin bei Großer Mönche. Ich bitte mit Karmic zu Rekatki. Ich habe jetzt eine Kiste mitgebracht, beziehungsweise Pfeifepfang. Den habe ich mit Feuer ausgefüllt und Mehlwürmer, beziehungsweise kleine Leckereien, Insekten versteckt. Und die Tiere werden jetzt gleich neugierig, wie man schon sehen kann, reagieren. Und werden die Sache sehr inspizieren. Sicher, dass Surikatek mal mit Karton, nimm jetzt Chano und Monschniaki. Und Surikatek werden uns dann wieder mit Monschniaki und Poživat. Der Mann, die guckt der rein. Ich bin zum Fokus. Also Erdmännchen sind nach den Zwergmangosten die kleinsten Mangosten. Ja, sie zählen zu der Familie der Mangosten. Sie sind trotz dessen, auch wenn sie süß und niedlich wirken, Raubtiere und ernähren sich zu 90% von Insekten. Surikatki są drapieżnikami z rodziny mangustowatych i są jeden z najmniejszych gatunków. Ihr natürlicher Lebensraum erstreckt sich über südliches Afrika und zwar in den Staaten Angola, Botswana und Namibia. Surikatki żyją w południu Afryki i tam żyją w Angolii, Botswanie i w Namibii. Was interessant ist bei den Erdmännchen, sie leben in großen Kolonien, bis zu 30 Individuen und haben untereinander eine Arbeitseinteilung. Kann man auch schön beobachten. Ein Tier ist gerade auf Feindsuche, sage ich mal in dem Sinne. Ja. Die anderen, oder der andere sucht, ist auf Nahrungssuche, der andere kümmert sich um die Jungtiere und ja, so ist das eine Einteilung untereinander. Surikatki żyją w grupach rodzinnych. Grupa rodzinna powstaje z parki, która się rozmnaża i mają bardzo socjalny tryb życia, w którym niektóre zwierzęta zawsze uważają na drapieżniki, inne szukają pokarmu, a inne znowu wychowywują potomstwo. Właśnie. Also wir haben hier eine Gruppenkonstellation von 5 Tieren und zwar sind das die beiden Alttiere und 3 Jungtiere. Die Jungtiere sind nicht mehr so jung. Der jüngste ist von diesem Jahr und die beiden älteren sind von letztem Jahre. Mamy 5 surykatek, jedną parkę i 3 młode. Jeden młody jest pierwszego rzutu, a drugie młode są z drugiego rzutu tegoroczne. Wie alt werden Erdmännchen? Erdmännchen werden ca. 12 bis 14 Jahre alt, also in zoologischen Einrichtungen. Ja. In situ, also in freier Wildbahn, sage ich mal, kann das, wenn überhaupt, 10 Jahre werden die. Ne? Wir haben natürlich da eine Menge Fressfeinde, ne, in Afrika, ja. Löwen, Leoparden, also da gibt es schon eine Menge Raubtiere, die natürlich diese Tiere auch auf dem Speiseplan leider haben. Surikatki mogą osiągnąć 12 do 15 lat. W ogrodach zoologicznych? W naturze trochę mniej. Mniej, tak około 10 lat. Przez drapieżniki i inne faktory. Und werden die denn getauscht, dass da keine Inzucht stattfindet? Naja, es ist tatsächlich so, dass ja in der Kolonie dass nur das dominanteste Paar, also das Elternteil, sich fortpflanzen tut. Okay. Es ist nämlich so, dass also die Jungtiere werden unterdrückt zur Fortpflanzung und nur das dominanteste Weibchen und Männchen pflanzt sich da fort. Okay. Also es ist wie ein Familienverband. Jedynie dominanta parka może się rozmnażać, czyli też nie ma problemu z incestem, bo tylko jedna para się rozmnaża, a reszta młodych zostaje przez hormony niepłodne. Hat er den Vogel da oben entdeckt? Ja. Guck mal, jetzt passt er auf. Ja. Ja. Also wenn man nochmal auf die Fortpflanzung eingehen würde, oder wie wir möchten, sie werfen 2 bis 3 Mal pro Jahr und gebären 2 bis 4 Jungtiere. Die Jungtiere sind nach der Geburt blind. Die Ohren sind verschlossen und die Augen nicht geöffnet. Surikatki mogą mieć tak 2 do 5 młodych.
W Afryce się rozmnażają całorocznie, w Europie raczej tak w wiosnę, a do wcześniego lata. I młode się rodzą ślepe i zamkniętymi oczami. Die Tragzeit beträgt ca. 77 Tage. I aż do urodzenia, czyli ciąża dała ta... Ciąża trwa tak około 77 dni. Dann müssten ja eigentlich viel mehr Tiere sein. Also wird ausgetauscht oder wie geht das? Also an sich, die also Inzucht ist sowieso zu vermeiden in zoologischen Einrichtungen, aber die werden jetzt auch unterdrückt, wie ich schon sagte, die Jungtiere. Also die werden nicht zum Zug kommen und das dominanteste Weibchen decken. Na gut. Dankeschön. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt im Tierpark am Ende. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. I życzymy miłego dnia w Tierpark Okamendy.